Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute zu den Neuzugängen des Monats Februar. Das sind zunächst einmal drei Bücher, die ich für den BookTube-Preis gekauft habe, drei englischsprachige Sachbücher für die erste Runde, die im Februar und März läuft. Und die ersten drei Bücher habe ich eben im Februar gekauft, zum Teil auch schon gelesen. Nummer 1. Rebecca Solnit, Orwell's Roses, ein Buch über George Orwell. Anlass für die Autorin, sich auf diese Art und Weise dem porträtierten Orwell zu nähern, sind nicht primär seine politischen oder literaturtheoretischen Überlegungen, sondern ein Hinweis darauf, dass er 1936 Rosen pflanzte. Und das nimmt sie sozusagen zum Anlass, über seine Rosen, über Rosen generell, über Kunst, über Politik, Rassismus, Kolonialismus etc. pp. Zu schreiben. Ein schön geschriebenes Buch, über dessen Gesamteindruck ich hier nichts weiter sagen kann und darf, denn unser Urteil sollen wir ja erst Ende der ersten Runde im März abgeben. Aber dieses Buch habe ich bereits gelesen. Das gilt auch für Nadia Owusu, Aftershocks, A Memoir. Hier handelt es sich um das Erinnerungsbuch, in dem eine knapp 40-Jährige auf ihr bisheriges Leben zurückblickt und wie das so in der Gegenwart aktuell ist, auf Rassismuserfahrungen und andere Formen von Diskriminierung zurückblickt. Und schließlich Deborah Levy Real Estate, der dritte Band ihrer autobiografischen Betrachtungen. Und das ist ein Buch, was ich erst vor kurzem angefangen habe. Da bin ich auf Seite 90. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich mir noch kein abschließendes Urteil über dieses Buch bilden. Also das sind die drei Bücher, die ich aufgrund des BookTube-Preises gekauft und in zwei davon auch schon gelesen habe. Und nun kommen wir zu den Dingen, die ich privat sozusagen gekauft habe. Ganz am Anfang stand dieses Buch hier, auf das habe ich auch länger warten müssen, Erika Fatland, die Grenze, eine Reise rund um Russland. Das habe ich Anfang des Monats gekauft und ja, wie soll ich sagen, es hat eine gewisse Aktualität gewonnen, leider Gottes, denn die Autorin reist sozusagen um Russland herum. Ausgangspunkt oder Startpunkt der Überlegung ist ein besonders weit östlich gelegener Zipfel des Großreichs und wo Amerika sozusagen nur einen Steinwurf entfernt liegt, nicht an der Beringstraße. Und daraus entwickelt sich dann eben eine Tour um ganz Russland herum. Und auf dieser Tour kommt sie natürlich auch durch die Ukraine, die ja eine recht lange Grenze mit Russland gemeinsam hat. Und dadurch gewinnt dieses Buch natürlich Aktualität heute, wo wir den siebten Tag der völkerrechtswidrigen Invasion des Aggressionskrieges der Russischen Föderation gegen das Nachbarland Ukraine erleben. Ich habe jetzt natürlich noch nicht in dieses Buch hineingeschaut, aber es ist eben eins, das zur Situation leider passt. Zusammen mit diesem Buch über Russland und seine Grenzen kam dann jenes über Erdogan, eine bereits ja in einem anderen Video, das ich gerne nochmal verlinke, vorgestellte Graphic Novel, die den Aufstieg des heutigen Staatspräsidenten der Türkei zur Macht beschreibt. Text Can Dündar und Zeichnungen von Mohammed Anwar. Beide leben im Exil, der Ägypter und der Türke, beide in Deutschland und beide haben sie sich zusammengetan, dieses Porträt von Recep Tayyip Erdogan zu zeichnen und seine Doppelgesichtigkeit deutlich zu machen. Und dieses Buch
endet mit dem Griff nach der Macht und die Jahre, die Erdogan dann als Machthaber regiert, die sind einer Fortsetzung vorbehalten. Ein schön gestaltetes Buch und sicherlich auch eines, dessen Lektüre nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Der Quartalskauf bei der Büchergilde führte mich zu diesem Buch hier, Steffen Kopetzky, Monschau. Dieses Buch erschien 2021 bei Rowohlt und liegt nun eben in der Lizenzausgabe der Büchergilde vor. Ich weiß nichts über diese Geschichte, die im Norden der Eifel spielt. Gegen Ende der Kanzlerschaft von Konrad Adenauer im Mai wird die junge Westdeutsche Republik 13 Jahre alt. Wirtschaftswachstum und eine persönliche Geschichte irgendwo in der Provinz. Ich lasse mich überraschen. Dann habe ich dieses Buch gesehen und war so neugierig und interessiert, dass ich lange in der Buchhandlung darin geblättert und es dann schließlich mitgenommen habe. Ideen, die die Welt veränderten, die bedeutendsten Bücher der Geistesgeschichte. Und wir wissen ja, alle Bücher über Bücher haben einen immensen Reiz. Und das ist eine Übertragung aus dem Englischen. Es geht um eine ganze Reihe von Autoren, die prägende Werke verfasst haben, von denen wir heute noch zählen, und natürliche Teilungen, Grenzüberschreitungen, Assimilierung, Wahrheitsregimes, ausgeglichene Zustände, offene Grenzen und große Narrative. Die großen Narrative sind dann von 1850 bis 2000, und das fängt beispielsweise an mit Das Kapital von Karl Marx. Also ein interessantes Buch, das man nicht unbedingt am Stück lesen muss, sondern mit dem man sich lange über einen Zeitraum beschäftigen und das man eben auch als Nachschlagewerk nutzen kann. Genau das Richtige zur Ergänzung meiner Bibliothek, und deswegen habe ich dieses Buch dann auch mitgenommen. Außerdem habe ich mir dieses Heft der Geo-Epoche-Edition gekauft, Die Kunst des Deutschen Kaiserreichs. Das ist natürlich auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Eine Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr, sagte Kaiser Wilhelm II., wer sonst, in einer Rede zur Einweihung der Siegesallee in Berlin am 18. Dezember 1901. Ja, und da geht es dann eben um Akademiekunst und um die Ausbrüche aus derselben, das Ringen um die Moderne, das um die Jahrhundertwende einsetzt mit den verschiedenen Sezessionsbewegungen. Und bin gespannt, wie das hier so dargestellt ist. Das waren die Titel der Bücher, die ich im Februar erworben habe. Erstaunlicherweise habe ich schon zwei gelesen und ein drittes bin ich am Lesen. Das liegt halt an dieser Fokussierung auf den Preis. Aber auch die anderen Bücher, habe ich das Gefühl, sind solche, die nicht das Schicksal ereilen wird, dass sie im Regal verstauben müssen. Und das ist doch auch schon mal was. Und ich kann ja schon mal sagen, im März kommen weitere drei Titel für den BookTube-Preis dazu. Da muss man halt 6 Bücher lesen. Die werde ich aber überwiegend ausleihen in elektronischer Form. Und aber dann sicherlich noch das eine oder andere zur Ergänzung der Bibliothek, zur Delektierung und zum eigenen Vergnügen kaufen. Das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugesehen habt. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch den Daumen hoch da lasst, dann ist das toll. Schaut euch sonst das Video an, das jetzt hier angezeigt wird. Auch das ist sicherlich von Interesse für euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei einem meiner nächsten Videos. Und bis dahin sage ich Tschüss.